Werden Sie jetzt Abonnent auf Wikisana. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie wieder da sind. Herzlich willkommen in unserem Format Naturmedizin. Wir haben uns heute zum Schwerpunkt gewählt, Ernährungsumstellung leicht gemacht. Hier geht es vor allen Dingen auch um den Darm. Jetzt werden Sie sagen, Ernährungsumstellung leicht gemacht. Naja, so leicht ist es auch wieder nicht. Ne? Man hat so Gelüste und so weiter und so fort. Wir schauen mal, ob wir mit unserer heutigen Gesprächspartnerin dafür eine Lösung bekommen. Bei mir ist heute Frau Dr. Friederike Feil. Sie ist Ernährungsspezialistin und Expertin für Darmgesundheit und noch vieles mehr. Aber heute geht es um den Darm und um die Ernährungsumstellung. Das schauen wir uns an. Bleiben Sie dran, wir starten gleich ins Gespräch. Hallo liebe Friederike, schön, dass du wieder da bist. Hallo Alexandra. Heute haben wir uns ausgesucht, Ernährungsumstellung leicht gemacht. Und das ist vielleicht leichter gesagt als getan. Ja. Kann wahrscheinlich jeder aus eigener Erfahrung sprechen. Du hast eine Darmkur entwickelt, eine 17-tägige. Und wahrscheinlich ist die Ernährungsumstellung danach einfach, oder? Ja, sie passiert schon während der Darmkur. Also vielleicht grundsätzlich vorweg. Ja. Es ist ja so, dass unsere Gewohnheiten der härteste Klebstoff sind, den wir mitschleppen. Mhm. Und dass wir natürlich über die Ernährung auch ganz viel unsere Gewohnheiten überdenken dürfen. Und deswegen ist es ja auch so schwer, weil wir einfach, du musst dir vorstellen, ich habe es glaube schon mal gesagt, ein 50-jähriger oder 60-jähriger Mensch, das dreimal am Tag, ein Jahr, 365 Tage, also knapp 1000 Mahlzeiten über 50 Jahre bzw. 60 Jahre sind 50.000 oder 60.000 Mahlzeiten, wo er sein Essverhalten trainiert. Das ist wirklich hart, wie dieses Essverhalten an einem klebt. Und jetzt sage ich kann man leicht umstellen. So einfach ist es natürlich nicht. Aber wenn ich meine Vorträge halte, dann kommt oft die Frage, ja, und was soll ich jetzt essen? Ich habe doch gerade anderthalb Stunden über Ernährung geredet. Und mir kam dann immer, also irgendwann, beziehungsweise auch, ich habe ja irgendwann eine Darmkur entwickelt. Und eigentlich nicht mit dem Ziel, den Menschen in Ernährungsumstellung zu helfen, sondern grundsätzlich, als ich sie erfunden habe, war eher die Gesundheit meiner Freundin ein großes Thema. Also ich habe die damals entwickelt, nach meiner Doktorarbeit, weil es meiner Freundin nicht so gut ging. Also sie hatte so, was wir alle so haben, ein bisschen Blähung, ein bisschen Verstopfung, ein bisschen unreine Haut und fangen die ersten Allergien an. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also mit 30 muss man noch nicht so krank sein. Nein. Und dadurch, dass das Thema Ernährung und Darm einfach bei mir auch mit in der Doktorarbeit eine große Rolle gespielt hat, habe ich gesagt, dein Problem liegt im Darm. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe gesagt, wir machen eine Darmkur zusammen. Und da habe ich ganz viel durchgeforscht, was es so gab und viel ausprobiert. Sie musste also eine Weile warten auf ihre Darmkur. Und da hat mir aber nichts gefallen, weil für mich war wichtig einmal, dass eine Darmkur die Ernährung mit beinhaltet. Warum? Klar. Weil die Diversität, also die Vielfalt der Bakterien im Darm hängt von unserer Ernährung ab zu über 60%. Und es gibt viele Darmkuren auf dem Markt, aber die Ernährung ist oft nicht mal der Fokus. Dann nehme ich ein paar Pflanzenstoffe. Und das war für mich dann so, nee, es muss eine Ernährung sein, die langfristig durchführbar ist und eben auch langfristig den Darm nachhaltig stärkt, also mit Ernährung. Und dann habe ich auch gemerkt, da müssen noch ganz viele andere Sachen rein. Und habe ich gesagt, ich mache die einfach selber. Und dann habe ich was entwickelt für sie, habe quasi Nährstoffe zusammengemischt, habe quasi dann Rezepte entwickelt, die eben genau dafür sind, um den Darm wieder aufzubauen. Und dann habe ich es mit ihr durchgeführt. Und dann ging es ihr richtig gut. Ich hatte keine Blähung mehr. Auf einmal war die Haut besser, war 2-3 Kilo abgenommen. Und dann haben das alle meine Freundinnen gesehen und meinten, ich will die Kur auch machen. Die Wunderkur will ich auch machen. Und dann, habe ich es mit einer Gruppe von Freundinnen gemacht. Und so hat sich das dann ergeben. Irgendwann habe ich es dann online verkauft und habe mich selbstständig damit gemacht. Mhm. Und das Thema Ernährungsumstellung, wenn wir zurück zum Anfang gehen, das habe ich erst durch meine Kunden gelernt. Dass eigentlich, also neben dem, was die Kur macht an Darmaufbau, dass die Leute damit ihr Essverhalten ändern und zwar nachhaltig. Also wir haben so viele Menschen, die sagen, ich habe jetzt so viel probiert, ich habe das ausprobiert, ich finde keine Ernährungsweise, die zu mir passt. Und da habe ich so viel über mich gelernt, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe.
Und wenn das in 17 Tagen passiert, dass die Menschen einen Aha-Effekt haben, weil sie spüren, sie haben wieder mehr Energie, irgendwie sind die Dinge wieder leichter und die Haut wird besser. Wir haben zum Teil, also in der allerersten Kur hatten wir eine Kundin, die schickte mir einen Blumenstrauß. Sagt, Frau Feil, seit 10 Jahren habe ich einen Hausausschlag. Nach 17 Tagen ist der weg mit ihrer Kur. Ich war bei Arzt und noch im Arzt und noch im Arzt. Und ja, und also wenn solche Dinge in 17 Tagen passieren können, das ist natürlich unfassbar. Und das ist eben auch jetzt mittlerweile mein Weg, den Leuten zu zeigen, okay, die Kur ist nicht 17 Tage lang, sondern ihr entscheidet euch hier, was in eurem Leben zu verändern und umzustellen. Mhm. Und das passiert auch. Manchmal rutscht man wieder zurück in so ein bisschen alte Muster. Aber es ist schon so, dass Menschen, auch die dann öfter die Kur machen, als Reset quasi, immer mehr mitnehmen. Dann fangen sie an, Kraftbrühe zu nehmen. Dann nehmen sie beim nächsten Mal, essen sie noch mehr Gemüse. Und irgendwann ist das eigentlich, oder so sollte es sein, ein Lebensstil. Mhm. Genau. Ja, also diese Ernährungsumstellung, eben wenn ich es nicht dann langfristig wirklich ins Leben integriere, dann habe ich ja immer wieder das gleiche Problem, wenn ich wieder das alles falsch mache, was ich vorher schon falsch gemacht genau. habe, was zu der also, Darmdysbalance führte. Ja, also es ist grundsätzlich so, die Kur dauert 17 Tage. Man muss auch gleich sagen, 17 Tage passieren Wunder, wie man sieht. Auch manche Leute setzen Antidepressiva ab, weil sie sagen, ich habe mich noch nie so glücklich gefühlt, weil der Darm natürlich eine wahnsinnige Verbindung hat zum Gehirn und über Botenstoffe im Blut und den Vagusnerv einfach unsere Gefühle und unser Verhalten steuert, unser Befinden. Aber es ist eben so, dass ich die Leute mit den 17 Tagen bekomme. Also das ist jetzt wirklich auch das kleine Geheimnis der Kur. Bei 17 Tagen kann sich jeder committen. Ja. Okay. Und sagt, das mache ich mal, das probiere ich mal aus. Und dann passiert auch schon was im Gehirn, dass da die ersten Synapsen anfangen, sich umzuprogrammieren und man fängt an, neue Verhaltensweisen sich anzugewöhnen, weil bei mir in der Kur ist ja auch das große Thema, ihr müsst wieder mehr kauen. Ja, das heißt, am Anfang wird ganz viel gekaut, eigentlich die ganze Kur durch. Aber gerade in den ersten 3 Tagen ist das Kauen ein ganz großes Thema, dass man alles einspeichelt bis zum Schluss, was wir ja total verlernt haben, was auch das Hauptproblem ist bei uns in der Ernährung, dass wir viel zu schnell essen. Da können wir noch so geilen Bio-Salat und Sonstiges essen. Mhm. Wenn wir nicht kauen, kommt das auch nicht an. Mhm. Und da passiert also was im Gehirn quasi. Ah, okay, kauen, es wird neu programmiert. Und ja, und dann machen die Leute die Dinge meistens nach der Kur weiter. Nicht in der 100%, das erwarte ich auch gar nicht. Und dann machen sie die Kur wieder und wie gesagt, dann nehmen sie das nächste mit. Und irgendwann ist das dann ein Lebensstil, der geändert ist. Und dann habe ich auch irgendwann überhaupt gar keine Darmprobleme mehr. Weil wir gerade beim Kauen sind. Unser Senderchef Alexander Glock ist mit seiner Frau gerade auf Teneriffa und macht eine FX-Meyer-Kur. Ja. Und da geht's eben auch um das Kochen. Da hat man gestern ums Kauen. Kochen. Und das vielleicht auch, also zumindest bei mir. Ja. Und er hat mir gestern noch eine Nachricht geschickt, eben im Vorfeld auf das Gespräch, das wir führen. Und er lässt ganz liebe Grüße ausrichten. Ja, danke schön. Und er hat so ein bisschen von seinen Erfahrungen geschrieben, wenn ich das kurz vorlesen darf, weil es eben einfach deine Empfehlung unterstützt. Ja. Ne? Wir bekommen hier 3 Mahlzeiten mit jeweils 250 Kalorien. Das hört sich ja nach extrem wenig an, aber wir nehmen kleinste Bisse, kauen es 40 bis 160 Mal. Also er schreibt dann schon in Klammer, je nachdem, auf was wir beißen. Ja. Weil manches ist einfach, dann ist keine Substanz mehr da. Ja, genau. 40 Mal, dann kann ich nicht 160 Mal kauen. Und sind am Ende der Mahlzeit immer vollständig satt. Es ist ja kaum zu glauben, mit lediglich 750 Kalorien, also an einem Tag, kann ich meinen Tag hier mit Sport und allerlei Aktivitäten vollziehen, ohne Schwindel und Unwohlsein? Also er schreibt hier eben auch, dass es den Alltag auch scheinbar seine Energie nicht nachteilig beeinflusst. Wenn man rechnet, dass ich täglich rund 3500 Kalorien verbrenne und nur 750 Kalorien zu mir nehme, versteht, dass man durch diese Ernährung durchaus abnehmen kann. Ja, man sagt, 7000 Kalorien machen rund 1 Kilo Fett aus. Bei mir sind es nach einer Woche rund 4,5 Kilo Fett. Ich finde das sowas von cool, dass ich diese Kau-Anekdote gerne zur Sendung mit Frau Feil anbringen wollte. Ja, genau. Also
Absolut. Und es ist einfach die Basis, dass wir wieder ein gesundes Essverhalten lernen. Bei mir ist es jetzt so, also hier in der Kur darf so viel gegessen werden, wie man will. Also es ist keine 250. Keine 250, weil ich möchte, dass meine Kur in den Alltag integrierbar ist. Super. Weil nur da brauche ich am Schluss die Tools, wie ich in meinem Alltag umgehe. Mhm. Und wenn meine Kur nicht im Alltag integrierbar ist, dann mache ich vielleicht eine Woche Urlaub, aber danach rutsche ich in meine alten Verhaltensweisen. Und Kauen ist das Allerwichtigste oder eine Basis. Mhm. Und wir sehen es ja auch. Wir haben zum Teil Leute, die uns schreiben, oh, nach 10 Tagen 5,5 Kilo abgenommen. Wie geht denn das? Und da ist auch das Konzept mit den Kalorien ein bisschen veraltet, weil im Endeffekt geht es um so viel mehr, weil da, also wie funktionieren die Organe zusammen, wie wird die Energie produziert, funktioniert das überhaupt, ist der Darm gesund, nimmt er die Nährstoffe ab, also es ist ein altes Konzept mit den Kalorien, aber wenn ich anfange zu kauen, esse ich automatisch weniger, also das ist ganz klar, ich esse ja auch langsamer, die Dinge werden, ich höre vielleicht das Sättigungsgefühl und und dementsprechend kann ich dadurch auch abnehmen. Jetzt haben wir uns im Vorfeld zu diesem Gespräch ja auch kurz unterhalten, beziehungsweise ich habe schon gesagt, dass man ja sehr bewusst dann kauen muss, ne? Weil sonst gerät man ja wieder in die alten Gewohnheiten, dass man eben mal schnell so ein paar Mal und dann schluckt man den entsprechenden Brocken runter. Also das hat ja auch viele positive Aspekte dann noch, wenn ich eben bewusst im Hier und Jetzt bei dem bin, was ich tue, oder? Mhm. Genau, also es ist einfach ganz arg wichtig, weil wieder mein Satz, bei Stress fließen keine Verdauungssäfte. Und wenn ich natürlich langsam esse und mich entspanne und bewusst kaue, dann kann natürlich das komplette Verdauungssystem sich regenerieren und kann auch das, was ich aufnehme, besser verwerten. Und bei uns ist es so, in der Meierkur wird ja dann am Anfang Brot Brot und Milch genommen. Ich habe das ein bisschen umgeändert damals, weil ich habe mir gedacht, wie kriege ich denn noch die Karotte da rein? weil die Karotte ist ein Wundermittel für mich, insbesondere wenn man die lange auskocht, so eine Art Karottenbrei macht, das kennt man auch bei der Hundepflege für den Darm, die Moro-Karottensuppe, die ist bei uns mit Basis da drin, also wird mittlerweile empfohlen, sie mindestens eine halbe Stunde auszukochen, eher noch länger und dann wird dieser Wirkstoff Oligogalacturonsäure freigesetzt und der wirkt besser als jedes Cortison auf den Darm, also das heißt, entspannend, ja. Also wirklich, da gibt es auch ein Buch, das heißt Mohrensuppe anstatt Cortison, wo ich davon gelesen habe, gesagt, das muss eine Basis sein in der Kur, damit wir den Darm über so ein natürliches Lebensmittel wieder, also die Entzündung runter reduzieren, in die Entspannung kommen. Und deswegen gibt es in der ersten Phase quasi bei uns, das sind nur 3 Tage, gibt es Kartoffeln mit Moro-Karottensuppe oder Morum oder ich sag mal dann Karotten gedämpft, wer es ein bisschen schneller haben will, da löst sich auch Oligogalacturonsäure, nicht ganz so viel. Und dann kaut man das so lang und speichelt es ein. Und das ist eigentlich so die Basis am Anfang, dass man das so, dass das wirklich dann komplett eingespeichelt nach unten geht. Und dadurch entlastet dich das gesamte System und dann führt es auch zu einer Entgiftung im System. Also das heißt, es ist wie ein Fasten, ohne dass ich fasten muss. Das ist für die einen oder anderen am Anfang auch ein bisschen hart. Die sagen, ja, die ersten 3 Tage sind schon zäh. Wer dann öfters die Kur gemacht hat, sage ich, ja, dann lasst die ersten 3 Tage weg. Ihr habt euch ja jetzt schon viele Gewohnheiten an. Fangt bei Phase 2 an, bevor ihr gar nichts macht für den Darm. Aber das sind auch sehr effektive Tage. Also weil einfach dann kompletter Fastenreiz auf den Körper wirkt und ich eben noch über die Oligogalacturonsäure einen unglaublichen Heilungsimpuls setze. Also die ersten 3 Tage, darf ich nochmal nachfragen, also ist es diese Kartoffeln und Karotten ausschließlich? Genau, ich esse 3 Tage, 3-mal am Tag genau dasselbe, Kartoffeln also und Karotte. Für mich total sympathisch und kann ich mir gut vorstellen. Darf auch Butter nehmen und Kräuter und Gewürze. Wichtig ist das gute Kauen und wie gesagt, wenn ich mit der Moro-Karottensuppe arbeite, ich mache die ein bisschen dickflüssiger, dann nehme ich mir da ein paar Kartoffelstückchen rein, dass auch das quasi wirklich eingespeichert wird. Ja, und die Mengen sind dann auch egal? Sind egal, weil du kriegst ein natürliches Sättigungsgefühl. Du hörst auf, wann du satt bist. Und das ist auch einfach das Erste. Du darfst so lange essen, bis du satt bist. Und dadurch, dass du langsam isst, ist es selten, dass du davon über den Punkt isst. Mhm. Und ich habe auch in deinem Buch und in deinen Videos schon gehört, dass es relevant ist oder
dass es auch von Vorteil ist, wenn es eben immer das Gleiche ist für den Darm? Also nur in dieser Phase. Grundsätzlich braucht ein Darm Vielfalt, weil wir möchten ja diese Mikroben Ich meine, jetzt spreche ich jetzt nur von dieser Phase. Genau, weil die Darmbakterien, die stellen sich auf jede Nahrung ein, die da kommt. Das ist so, wenn du oben anfängst, ein Fleisch zu kümmern, dann automatisch vermehren sich die Fleisch, ich sag mal, verdauenden Bakterien. Und durch diese Monotonie entspannt sich das Ganze. Mhm. Mal für kurz für Dauer eben nicht. Aber und dadurch kann natürlich der Darm, der hat ja noch ganz viele andere Funktionen, ja. Also Sitz des Immunsystems über 70%, an diese Kommunikation mit dem Gehirn, die dort stattfindet, über den Vagusnerv. Grundsätzlich einfach eigene Vitaminproduktion. All das findet ja im Darm statt, aber wenn wir die ganze Zeit essen und verschiedene Sachen auch essen, dann braucht er natürlich auch seine Energie und das passiert dann eben nicht. Also der ist einfach entlastet und dadurch können Heilungsprozesse aktiviert werden. Also hört sich, die ersten 3 Tage hören sich schon mal sehr sympathisch an. Wie geht's dann weiter? Total entspannt, weil man da nicht so viel kochen muss. Ich sag, Männer lieben die. Da schaue ich in den Kühlschrank, Kartoffeln und Karotten drin. Mehr muss ich nicht entscheiden. Noch ein bisschen Butter drüber und ein bisschen Kräuter. Dann geht's eigentlich schon in eine basische Kost. Also ab da ist dann eigentlich Schlemmen angesagt. Ich habe alle, also es ist wirklich lecker. Also ich habe wann habe ich die gemacht? Glaube ich 2014 habe ich angefangen, mit den Rezepten zu entwickeln und die sind einfach alle durchdacht. Das heißt, ich habe sehr schonende Kost drin, ich habe Ballaststoffe drin, aber eben auch nicht zu viel am Anfang, so dass die Leute, die jetzt einen kranken Darm haben, das alles gut verdauen. Es sind die richtigen Fettsäuren zusammengesetzt. Also über alles, was wir schon in anderen Sendungen geredet haben, dann von den Kohlenhydrate, dass ich eben kein Weißmehl benutze, sondern alternative Sachen, also ohne Gluten, Buchweizen, Quinoa, Amaranth. Ich arbeite also sehr viel mit diesen Sachen. Mhm. Und dann aber schon als Gesamtkonzept. Und es ist eine basische Woche, da darf ich dann auch essen, so viel ich will, aber eben auch Fokus kauen, dadurch esse ich nicht zu viel. Und dann habe ich natürlich auch viele Eier mit eingebaut. Also wer meine Kur schon mal gemacht hat, der weiß, Eier sind oft eine Basis oder auch die Kraftbrühe. Wir empfehlen dann immer, die Mittagssuppen mit Kraftbrühe zu machen, weil einfach in der Kraftbrühe, haben wir schon erwähnt, so viel Stoffe drin sind, die die Darmschleimhaut wieder aufbauen. Und so habe ich eigentlich ein Ernährungskonzept an der Hand, was einfach direkt richtig gut ist für den Darm. Und das ist dann auch mein Impuls, dass die Leute von diesen Ideen ganz viel mitnehmen, vielleicht auch ihre eigenen Rezepte danach entwickeln. Aber es gibt auch viele, die sagen, das ist das einzige Kochbuch, wonach ich noch koche, weil es einfach tolle Rezepte sind. Alle unter einer halben Stunde gekocht. Stark. Und eben, wirklich ausgewogen und nichts, was Entzündungen fördert. Genau. Dann sind wir jetzt bei Tag 10, oder? Genau. 3 Tage, dann eine Woche. Mhm. Und dann haben wir die letzten 7 Tage, ist quasi dann all das, oder langsam wieder Dinge zu integrieren, die man weggelassen hat. Also es geht ja um ein bisschen eine Selbsterfahrung machen, wieder in den Körper spüren, den Körper wahrnehmen. Dass wir dann wieder ein bisschen Fleisch einfügen, das war noch in der basischen Phase nicht, da haben wir schon sehr schonend mit viel. Und in der letzten Phase auch wieder ein bisschen mit Rohkost, das ist auch nicht. Aber muss ich Fleisch? Also nee, man nicht. Okay. Es sind nur das wäre jetzt quasi bis zu Tag 10 ist es rein, also sehr basisch, plus Eier, quasi mit viel Gemüse, mit basischen Suppen, nach wie vor die Moro-Karottensuppe noch mit drin, keine glutenhaltigen Brote, ist klar, die bleiben sowieso die ganze Zeit weg. Und dann in Phase 3 integriere ich Lebensmittel, die ich davor vielleicht weggelassen habe. Muss ich aber nicht integrieren, das heißt vielleicht ein bisschen Schafskäse, vielleicht ein bisschen Fleisch, vielleicht einmal Rohkost. Und mein Ziel ist eigentlich, dass die Leute dann eine Erfahrung machen, wie vertrage ich das? In kleinen Mengen ganz gut. Okay, jetzt konnte ich vielleicht nicht so gut schlafen, das Fleisch lag mir vielleicht abends doch zu arg im Magen. An Milchprodukte muss ich ein bisschen aufpassen. Dass man wieder selber Körper wahrnimmt, gibt mir meine Nahrung Energie oder raubt sie mir Energie? Und was die ganze Zeit nicht in der Kur ist, ist klar, Alkohol, Zucker, Kaffee, Weißmehlprodukte, also das lässt man wirklich dann weg. Und ich sag mal, wenn man dann danach, jetzt bin ich gerade dabei, ein neues Rezeptheft zu machen, auch Phase 4, quasi nach der Kur. Hülsenfrüchte sind bei uns übrigens gar nicht drin in der Kur, weil einfach ich merke bei Leuten, also gerade ist zu viel. Die meisten Leute vertragen Hülsenfrüchte erstmal nicht mehr. Grundsätzlich ein gutes
gute Eiweißquelle. Aber um erstmal den Darm ein bisschen zu schonen, haben wir sie dann eben als danach in der Basisernährung, weil zu viel Ballaststoffe oder auch schwer verdauliche Ballaststoffe, verdaut werden sie sowieso erst von den Bakterien, manche ja gar nicht verdaut, ist dann einfach wie ein Hammerschlag für den Darm. Und, okay, verstehe. Das ist auch so, die meisten, die zu uns kommen, können das schon gar nicht mehr vertragen. Und wir haben auch zum Beispiel blähende Gemüse erst in Phase 3, obwohl an sich das ja alles gesund ist, Zwiebeln, Kohl, super gut für den Darm. Aber wenn er eben noch nicht trainiert genug ist, ja, wenn ich die Bakterien gar nicht habe, die das verdauen können, dann kann ich das einfach, sollte ich das in dem Maße gar nicht am Anfang einsetzen. Mhm. Ja, und das ist dann quasi die letzte Phase. Und dann ab Phase 4, sagen wir, dann könnt ihr auch wieder ein bisschen Hülsenfrüchte, aber spürt in euch rein, wie tut es euch gut, raubt es euch Energie. Und was ich natürlich grundsätzlich empfehle, auch nach der Kur, möglichst weiter auf Weißmehl zu verzichten, möglichst die Zuckeralternativen, also eben nicht so viel weißen Zucker zu verwenden, auch Kaffeekonsum zu überdenken, weil das natürlich wahnsinnig ist, wenn ich 4-5 Tassen Kaffee am Tag trinke, was ja mittlerweile bei ganz vielen die Normalität ist. Ja. Ist ja ein wahnsinniger Stress für den Körper. Mhm. Und ja, und so gewöhnt man sich neue Gewohnheiten an. Und dabei sind natürlich, ich habe dann ein Nährstoffprogramm, was ich auch schon genau, ein bisschen erzählt habe. Genau, wollte ich jetzt gerade fragen danach. Genau, also es gehört dann einfach dazu, einfach um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Ich kann natürlich auch nur mit der Ernährung was machen, aber ist halt nicht so schnell. Und gerade ein kranker Darm, wo die Bakterien fehlen, wo die Darmzotten ein bisschen verarmt sind, wo die Darmschleimhaut nicht mehr stabil ist. Und das kriegen die dann quasi dazu. Die kriegen das Ernährungskonzept, dann kriegen sie quasi Nährstoffe und zusätzlich auch noch ein schönes E-Mail-Coaching, wo wir sie einfach auf viele andere Punkte vorbereiten oder beziehungsweise auch aufklären, was sonst noch so eine Rolle spielt, warum vielleicht der Darm nicht in seiner Kraft ist. Also es ist ein bisschen so ein kleines Ernährungsstudium oder auch Darmstudium, aber eben in der Praxis. Also die werden zum eigenen Erfahrungswissenschaftler, machen ihre eigene Erfahrung, spüren das. Wir haben da unglaublich tolle Erfolge mit, wo die Leute wirklich sagen, wow, also was ich erstens in den Tagen gelernt habe und also was es mit mir gemacht hat, ist ja unfassbar. Ich habe wieder Energie, ich habe meine Antidepressiva abgesetzt, habe ich ja schon gesagt. Toll. Wir haben Leute, die haben ihre Operation abgesagt, weil sie einfach gemerkt haben, durch diese Kur, oh, das geht irgendwie anders. Das heißt nicht, dass jetzt der Knorpel geheilt ist durch die Kur, aber wenn die Schmerzen auf einmal runtergehen durch die Ernährung, dann zeigt das den Menschen einen Weg auf. Und das ist, glaube ich, auch das, was so was Besonderes vielleicht auch ist. Genau, richtig. Du hast gesagt, man kann jetzt entweder nur über die Ernährung so eine Kur machen, aber also das, was ich von dir schon erfahren habe, eben über die Nährstoffe, die da dabei sind, das finde ich schon essentiell, eben weil wir sie über die Nahrung nicht mehr in dem Maße bekommen, wie sie im Körper erforderlich sind für diverse Prozesse, oder? Das ist genau das eine, dass unsere Böden einfach auch leer sind, egal wie hochwertig ich einkaufe, wenn ich natürlich irgendwo einen Demeterhof, der seine Böden aufbaut, ist das schon ganz gut. Aber wenn ein System mal gekippt ist oder ich lange oder dann auch Antibiotikum genommen habe, dann brauche ich einfach ein paar extra Sachen. Und da reden wir jetzt nicht nur von Bakterien, Probiotika und Präbiotika, weil das kriege ich über die Ernährung noch ganz gut hin, sondern ich habe zum Beispiel, schon gesagt, auch Huminsäure in Form von Moor bei mir in der Kur, was die Darmzotten dann wieder stärkt und reinigt, oder Nukleotide, was eben dafür sorgt, dass diese Darmschleimhautzellen wieder regenerieren. Wir haben ein Produkt drin, was dann auch die Energieproduktion einfach fördert, weil Heilung braucht Energie, quasi unser Mitochondrienbooster. Also es ist schon sehr durchdacht und dadurch sehen wir einfach auch, dass die Leute trotz der Kur Energie haben. Manchmal geht sie natürlich auch runter, weil Heilungsprozess einfach Energie kostet. Aber sehen wir einfach natürlich, dass die Effekte doch deutlich größer sind, wie wenn ich es ohne mache. Oder was wir dann auch gesehen haben, wir hatten starke Entgiftungsreaktionen. Was super ist, ich sage, ich freue mich immer. Ich muss nur den Menschen sagen, ihr seid im Prozess, der Körper arbeitet für euch. Ja. Für die ist es natürlich erstmal schockierend, wenn auf einmal der Rücken wieder wehtut oder erstmal die Haut reagiert. Ich sage immer, ganz ruhig bleiben, ist cool, das passt. Und wir haben dann einfach noch die Leber dazu genommen. Also das war dann in der Überarbeitung. Wir reden ja viel mit unseren Kunden. Wir rufen auch alle unsere Kunden nach der Kur an, um Feedback zu fragen, um Dinge noch zu verbessern. Und da kam dann einfach irgendwann, dass die Entgiftungen vielleicht einen Tick zu stark sind. Und dann haben wir die Leber noch dazu genommen, haben also quasi jetzt auch ein Paket, um die Leber noch mitzustärken mit Chlorella und Leberkräutern, dass man da noch ein bisschen was abpuffert. Aber grundsätzlich zeigt es ja, wow, da passiert richtig was im Körper. Der Körper
lässt richtig was los und fängt an zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal deiner Kur, ne? Genau. Mit diesen ganzen Nährstoffen und dass es eben auch ganzheitlicher gedacht ist. Genau. Und in Alltag zu integrieren ist vielleicht auch ganz das großes Thema. Das wäre jetzt eine Frage eben, wann ist es sinnvoll, sowas zu machen? Muss man da warten, bis man mal Urlaub hat, um das dann durchzuführen? Aber nachdem man sich ja satt essen kann, letztendlich... Also es kommt immer auf den Krankheitszustand an, sage ich. Jemand, der relativ gesund ist, der kann die einfach durchführen und tut sich trotzdem was Gutes. Energie geht immer nach oben. Wer schon richtig lange Probleme hat, der muss einfach damit rechnen, dass er eine ruhige Phase nimmt, wo er vielleicht jetzt nicht 10.000 Termine hat. Ja. Trotzdem sollte er arbeiten können, weil er nimmt ja alles zu sich und aber die Entgiftungsreaktionen dann sind vielleicht bei jemandem stärker. Genau, die sind dann stärker. Oder ich sage dann immer, fang am besten an am Freitag an, dann hast du das Wochenende in der ersten Phase. Ne? Der erste Tag ist ja noch relativ entspannt, da esse ich Kartoffeln mit Karotte, wenn dann was anfängt, erst am Abend. Das heißt, dann soll er das Wochenende nehmen, dann eine ruhige Phase. Viele machen es vor Ostern, ist klar, so März, April ist eine gute Phase. Viele machen es im Januar nach den Schlemmertagen. Im Herbst haben wir viele, um das Immunsystem zu stärken. Aber wir haben mittlerweile auch viele, die es einfach über den Sommer oder im Frühjahr machen, weil sie einfach Beschwerden haben. Weil sie einfach seit Jahren Beschwerden haben, Neurodermitis, Reizdarm. Und das will ich dann ja sofort wegbekommen oder zumindest angehen. Genau. Ist es dann normal, dass man das einfach immer wieder regelmäßig macht oder... Also wir haben viele, die sind einfach Fans, also weil ich mir auch immer wieder was und einfach grundsätzlich immer mal wieder mit den hochwertigen Nährstoffen den Körper zu versorgen, ist ja super. Nukleotide sind toll, Huminsäure sind toll, auch mal die Mitochondrien wieder zu aktivieren. Für manche ist einfach wieder ein Reset, wieder dann dran zu denken, ah okay, kauen. Aber irgendwann sollte der Punkt erreicht sein. Ich weiß, dann werde ich jetzt arbeitslos, dass die sagen, nee, ist jetzt mein Lebensstil und ich kaufe mir hier ab und zu mal deine tollen Nährstoffe, um einfach was Gutes zu tun. Aber grundsätzlich ist die Kur ja eigentlich jetzt schon mein Lebensstil. Ich ändere da jetzt gar nicht so viel. Ja. Genau. Und also ich mache die Kur selber noch. Wir machen die mit dem Team auch jedes Jahr. Und das ist natürlich auch absolut teambildend. Dann kochen wir zusammen. Wir haben mittlerweile Firmen, die das bestellen und sagen, ey, das war die beste Teambildungsmaßnahme, die wir je gemacht haben. Weil dann war mal ein anderes Thema. Dann haben die zusammen gekocht, haben sich über Ernährung unterhalten und der Arbeitgeber hat noch einen Vorteil davon, dass er weniger Krankheitstage hat. Ja, richtig. Und die Leute, die haben mehr Energie, sind sicherlich auch kreativer, ne? Wenn der Darm gut Produktivität funktioniert. Produktivität entsteht im Darm. Also wir haben auch Leute, die sagen, boah krass, ich habe jetzt so viel freie Energie, irgendwie kommen mir jetzt gerade wieder die Ideen. Keine Depression, freundlicher, also auf allen Ebenen eigentlich Also wir haben Vorteil. Einen Unternehmer, der ist eben auch viel unterwegs. Das heißt, der macht die Kur viermal im Jahr. Er sagt, für ihn ist das so toll und er findet es dann auch toll nach Konzept. Da muss er nicht viel nachdenken und da weiß er, da tut er sich dann 100% danach richten. Und er ist einfach ein absoluter Fan. Hat es auch schon mit seinen ganzen Mitarbeitern gemacht. Und kann man natürlich auch so machen. Ja. Also ich habe Lust drauf. Ja, ich habe dir ja schon gesagt, du bekommst eine. Super, sehr gut. Genau. Also das ist ein Konzept, das hat mich überzeugt. Vielen Dank in dem Fall. Wenn sich jetzt jemand schlau machen möchte, wo kriege ich das und so weiter und so fort, wo finde ich dann Informationen darüber? Genau, also einfach im Internet www.friederike-feil.de und ich habe auch ein tolles Team im Hintergrund, also das heißt, man kann auch mal anrufen und wenn man das Fragen ist wichtig, hat, also wir begleiten wirklich sehr gut, auch wenn Probleme auftreten, dass wir da mal am Wochenende telefonieren, also ist für uns ganz arg wichtig, dass wir, dass wirklich jeder macht ja die Kur aus einem Grund, ob er jetzt irgendwie mehr Energie haben will oder ob er irgendwelche Baustellen wieder aufräumen will. Und wir wollen auch, dass die Leute dann den Erfolg spüren. Und da wissen wir, manchmal gibt es Phasen, wo dann unsere Unterstützung wichtig ist. Also dann einfach melden, auch wenn man sich mit ein paar Sachen vielleicht noch nicht sicher ist oder noch ein paar mehr Baustellen hat. Also wir haben ein gutes Team. Super. Vielen Dank. Danke für dein Konzept und dass du das eben einfach, dass es zur Verfügung stellst. Wunderbar. Dankeschön. Und danke auch fürs Gespräch. Ich freue mich wie immer auf neue Gespräche mit dir. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Auch an Sie. Vielen herzlichen Dank, dass Sie wieder dabei waren bei unserer sympathischen Gesprächspartnerin Dr. Friederike Feil. Und vielleicht sind auch Sie auf den Geschmack gekommen. Auf diese Darmkur, dann machen wir es vielleicht gemeinsam. Nein, Scherz beiseite. Also ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal
Alles Gute, alles Liebe, passen Sie gut auf sich auf, sorgen Sie gut für sich und schalten Sie das nächste Mal wieder ein. Bis dann, auf Wiedersehen.